Der ASV Siegendorf macht sich bereit für den Besuch des Titelverteidigers SK Puntigammer Sturm Graz. Auf der Suche nach einem neuen Local Hero sind wir hier auf Christoph Kröß gestoßen. Chris ist 24 und spielt schon sein ganzes Leben für den ASV Siegendorf. In der Kampfmannschaft der Burgenländer gibt er seiner Truppe als Tormann den nötigen Rückhalt und führte sie als Kapitän zurück in die Burgenlandliga und in den Unica ÖFB Cup. Hallo Christoph, erzähle uns, was du mit Fußball verbindest. Fußball ist für mich einfach mehr als ein Hobby, das ist einfach eine Leidenschaft. Da lebt man mit, da kann man seine Emotionen auslassen. Die sportlichen Highlights waren ganz klar. Letztes Jahr der BV-Cup-Sieg, der allererste in der Vereinsgeschichte. Dazu auch noch letztes Jahr der Aufstieg jetzt in die Landesliga. Seit über 30 Jahren haben wir dort nicht gespielt. Das erfüllt mich schon ein bisschen mit Ehre und Stolz. Nicht nur im Tor kommt Chris ins Schwitzen. Auch privat hat der ambitionierte Schlussmann der Siegendorfer alle Hände voll zu tun. Neben seinem Job absolviert er sein Masterstudium und baut ein Haus in seinem Heimatort. So, jetzt sind wir da bei meinem Rohbau. Der will ich bitten, dass wir mal folgt und sage ich euch alles, was wir geplant haben. Kommt einmal mit. Wie seht ihr, da ist gleich der Eingangsbereich, großen Garderobe. Darüber geht man in die Garage, Küche und Essbereich mit einem hoffentlich später einen schönen Ausblick in den Garten. Zwei große Terrassen haben wir da geplant und da dann mein Zuhause, das große Wohnzimmer, wo ich dann entspannen werde. In seiner Freizeit ist Christoph viel unterwegs und nutzt jede freie Minute, um mit seiner Freundin neue Länder zu besuchen und unbekannte Plätze zu entdecken. Neben Fußball ist Reisen mein größtes Hobby. Immer wenn es sich gerade die Gelegenheit bietet, schaue ich, dass ich aus Siegendorf rauskomme, ein bisschen abschalten von dem ganzen Stress, den wir da haben und so viel wie möglich von der Welt sehen. Bevor wir uns von Christoph verabschieden, haben wir den sympathischen Burgenländer noch zu einer Lattenschuss-Challenge herausgefordert. Mal sehen, wie sich der Tormann hier schlägt.